So Leute, da bin ich wieder zurück, denn es gibt wieder neue Infos, was generell die Season 6 betrifft, beziehungsweise Vorbereitung auf Season 7. Wenn wir gerade auf den Battle Pass gehen, sehen wir ja unten links, Season 6 geht in Anführungszeichen nur noch bis zum 6. Juni, bedeutet genau, ne, noch nicht mal mehr eine Woche und schon haben wir Season 7 am Start und es wurden auch schon die ersten UFOs gesichtet. Wir gucken uns das Ganze mal an, ist bei Twitter hochgeladen vom lieben Hypex. Wir gucken uns erstmal das Video an, wo jemand anderes von UFOs hochgezogen wurde. Erstmal sorry für die Qualität, aber die geht, glaube ich, hier so nicht wirklich besser. Warte mal, ja. Ja, die Qualität ist natürlich low. Aber ihr seht schon, ihr werdet einfach vom Lichtstrahl angezogen und Achtung. Was dauert noch? Weil du kannst nichts dagegen machen, ne? Halbe Stunde in Custom Games aufgenommen und alle sind da gewesen. So, das war das aus der Sicht von außen. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal aus der Sicht an, wenn man selber eingezogen wird. Ja, komm, lad. Also schon heftig und das Video hier geht halt überall rum. Ihr seht, dann kommt auf einmal dieser Lichtstrahl. Und. Na, jetzt? Also ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht und es ist halt random. Ja gut, das hier hat er auch ein Custom Games gemacht, aber alleine. So dass man nochmal selber zeigen kann, wie das Ganze aussieht. Lol. Vor allem, ich dachte dann auch, weil ich das gelesen habe mit den UFOs, ich dachte dann einfach, man ist tot. Aber. Wie ihr seht, ihr kommt einfach irgendwo mitten auf der Map raus. Gar nicht, wo ihr vorher wart, sondern aber es ist noch ziemlich in der Nähe. Aber das kann das Spiel natürlich deutlich verändern, in meinen Augen. Schreibt mir in die Kommentare rein, habt ihr schon erlebt, dass ihr hochgezogen wurdet oder bisher auch noch nicht? Ich selbst bin zurzeit gar kein Fortnite am Spielen, weil ich halt nur noch draußen arbeite. Und dann bin ich meine Xbox ein bisschen am Testen. Also, es kann aber sein, dass ich heute Abend nochmal live komme. Aber ohne Quatsch, schreibt mal in die Kommentare rein, wie findet ihr das mit den UFOs, dass man einfach aufgesogen wird? Könnte noch lustig werden, gerade bei so Turnieren oder sonst was, wenn es in Endgames geht. Aber ich denke mal, da werden sie das Ganze nicht machen. Und denkt dran, ihr kriegt immer die neuesten Infos. Bin zwar ein bisschen später, ich kam gerade erst von der Arbeit nach Hause. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich würde mich natürlich gerne über ein Like freuen. Und in dem Sinne, haut rein.